Der junge Komponist ist verzweifelt. Die Uraufführung seiner Oper Ariadne auf Naxos im Haus eines reichen Gönners findet nicht so statt, wie er geplant hat. Die Operntruppe ist entsetzt. Vor allem die Primadonna, Sopranistin René Fleming, hier einmal in einer ganz anderen Rolle als sonst. Gehabt, ein bisschen Komödie spielen zu können. Niemals. Ich bin immer Victim, ich bin immer die Heroin, die stirbt. Und auf einmal komisch zu sein, ist für mich ein Genuss. Dass die Vorstellung trotz dieser Schwierigkeiten stattfinden kann, ist ihr zu verdanken. Die kokette Tänzerin Sabinetta schafft es, den Komponisten umzustimmen. Der junge Künstler ist einverstanden mit einer gemeinsamen Vorstellung. Für Regisseur Philipp Allot eine Schlüsselszene. Also das ist die Ironie vom Strauss. Der Komponist ist bereit, alles zu verloren, zu vergessen, weil er plötzlich verliebt ist. Also das ist auch interessant. Die Musik ist die große Kunst, aber Liebe ist noch mehr wichtig eigentlich da hinten. Die kanadische Sopranistin Jane Archibald singt die Rolle der Sabinetta bereits zum 5. Mal. Für sie ist diese Figur mittlerweile so etwas wie eine Freundin geworden. Sie ist total verliebt mit dem Komponisten in diesem Moment. Und es kann sein, dass es dauert nicht sehr lang. Aber ich glaube, das ist wirklich ein paar Momente von Wahrheit und wirklich ein Tiefgefühl von Sabinetta. Die Aufführung verselbstständigt sich. Sabinetta und ihre vier Liebhaber versuchen, die verlassene Ariadne aufzuheitern. Dirigent Christian Thielemann reizt es, diesen Wechsel zwischen scheinbarem Ernst und Komödie auch musikalisch darzustellen. Dann habe ich jetzt noch einen Wunsch, und zwar bei der Posaune vor 7. Wir sind ein bisschen spät. Das Lyrische und das Leichte mit diesen Einsprengseln ins, wo sie nicht genau wissen, hat er das jetzt wirklich ernst gemeint, nicht? Manchmal stehe ich auf mitten in der Nacht oder so, da denken sie, na, das ist jetzt schon wahr. Und dann kommt es wieder und die Musik scheint dazu was ganz anderes zu spielen. Und das ist bei Ariadne also auf die Spitze getrieben. Der Schluss endet versöhnlich, die Ebene des Theaters wird nicht mehr verlassen. Ariadne überwindet ihre Trauer und gibt sich dem Gott Bacchus hin. Das Leben geht weiter.